Ich eröffne die 106. Plenarsitzung. Heiße Sie alle ganz herzlich willkommen, auch die Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne und die Landesregierung. Meine Damen und Herren, die Sitzung vor dem Hessentag ist immer für uns eine besondere Sitzung. Nicht, dass ich meine, es sei ein Ritual, was wir gewohnt sind, sondern es ist immer etwas Neues. Denn jedes Jahr wechselt auch der Besucher oder die Besucherin, der Gast, weil wir jedes Jahr pro Stadt ein neues Hessentagspaar haben und auch einen anderen Bürgermeister und Bürgermeisterin. Der 57. Hessentag unter dem Motto Mein Rüsselsheim, unser Hessen wird vom 9. bis 18. Juni in Rüsselsheim vertreten sein. Stattfinden. Und vertreten wird er heute, der Hessentag wie auch die Hessentagsstadt, durch das Hessentagspaar und den Oberbürgermeister. Ich begrüße herzlich die Hessentagsbraut, das klingt auch gut, ja, jetzt muss ich mich anstrengen, Selma Kücü-Yavuz. Oh, und an Ihrer Seite, auch kein unbedingt hessischer Name, Marcel Sedlmayr. Aber beide sind originale Rüsselsheimerinnen und Rüsselsheimer. Herzlich willkommen und viel Spaß in den nächsten Tagen. Es ist ein lockeres Spiel von 10 Tagen, gar nicht weiter problematisch. Wir freuen uns, dass Sie hier sind und dass Sie mitgebracht haben Ihren Oberbürgermeister, unseren früheren Kollegen Patrick Burkhardt. Lieber Patrick, herzlich willkommen. Wir haben mit diesem Besuch von Ihnen auch die Absicht, dass wir so langsam dieses Flair mitbekommen, weil wir natürlich wie 110 Abgeordnete mit Massen in Rüsselsheim einfallen werden und den Hessentag mit Ihnen gemeinsam zu einem großen Erfolg lassen werden wollen. Ich darf Sie bitten, Herr Bürgermeister, Sie beginnen bitte, etwas zu uns zu sagen, damit wir wissen, wo wir hinkommen. Sie haben das Wort. Es ist wie früher. Ah, jetzt habe ich auch Saft. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, meine Damen und Herren des Kabinetts, zunächst einmal erlaube ich mir die Anmerkung, dass ich mich freue, hier mal wieder stehen zu dürfen. Hätte mir das jemand vor 5,5 Jahren gesagt, dass das so schnell wieder geht, hätte ich es nicht ganz geglaubt. Ich freue mich aber ausdrücklich, hier sein zu dürfen als Oberbürgermeister der Stadt Rüsselsheim am Main, Ihnen ein bisschen den Hessentag in Rüsselsheim näher zu bringen. Es sind nur noch 10 Tage. Das bedeutet aber auch, in 20 Tagen ist schon wieder alles vorbei. Das kann man kaum glauben, weil der Marathon zu einem solchen Hessentag, jeder, der das mal hautnah miterlebt hat, weiß, was das bedeutet. Wir sind jetzt im Schlusssprint und wir laufen auf den 9. Juni sehr intensiv zu. Ich kann sagen, das, was die Vorbereitung, die lange Vorbereitung mit sich bringt, geht jetzt in die Umsetzung. Und die Rüsselsheimerinnen und Rüsselsheimer, auch wenn man manchmal vielleicht etwas anderes in der Zeitung liest, freuen sich auf dieses große Ereignis und freuen sich auf viele, viele Gäste. Rund um das Ereignis des Hessentages wird ja immer wieder auch diskutiert. Braucht man diesen Hessentag? In Hessen braucht man ihn tatsächlich. Und ich sage als überzeugter Fan des Hessentags, das war ich schon vor der Zeit als Oberbürgermeister der Stadt Rüsselsheim, sage ich ganz deutlich ja. Denn eine Hessentagsstadt hat die Gelegenheit, einmal im Jahr sich zu präsentieren. Das Land hat die Gelegenheit, sich einmal im Jahr zu präsentieren. Und für Rüsselsheim kann ich sagen, wir werden uns innovativ, jung und auch international präsentieren. Und wir wollen mit vollem Selbstbewusstsein, was in Rüsselsheim nicht immer der Fall war, Ihnen präsentieren, den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Hessen, aber auch natürlich Ihnen, meine Damen und Herren Abgeordnete, wenn Sie uns besuchen kommen in diesen 10 Tagen. Es geht jetzt schon ein Ruck durch Rüsselsheim, denn die Aufbauarbeiten beginnen in den Bereichen, die Sie vor sich sehen. Wir haben Ihnen den aktuellen Plan mitgebracht. Das ist unter anderem natürlich das Main-Vorland. Herr Präsident hatte die Gelegenheit, vor wenigen Tagen mich zu besuchen und sich davon zu überzeugen, wie die Arbeiten vorangehen. Und Sie werden mit Sicherheit nach Rüsselsheim kommen und werden Dinge sehen, die Sie so nicht erwartet haben. Auch das ist eine Motivation einer Kommune, sich zu präsentieren, sich zu zeigen, auch mal von den Seiten zu zeigen, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Und Rüsselsheim ist so eine Stadt, wo man erst einmal reinfahren muss,
und sich die Stadt anschauen muss, um sie lieben zu lernen. Ich bin mir sehr sicher, dass viele von Ihnen, die uns besuchen kommen, mit anderen Augen durch die Stadt laufen und vor allem auch mit anderen Gedanken wieder herausfahren. Sie werden überrascht sein von einer weltoffenen Stadt, einer internationalen Stadt, einer Stadt, die aus der Tradition von Adam Opel hin zu Forschung und Entwicklung mit einem Hochschulstandort und über 25% der Arbeitsplätze im Bereich Forschung und Entwicklung. Das werden wir präsentieren, das werden wir Ihnen zeigen, das werden wir Ihnen auch stolz zeigen. Und Sie werden mit Sicherheit nach Hause gehen mit einem anderen Blick auf diese Stadt. Auch die Möglichkeit, sehr schnell sehr viel Geld zu investieren, ist auch gerade für eine Schutzschirmkommune wie Rüsselsheim, sie ist eine große Gelegenheit, sehr großen Sprung in die Zukunft zu machen. Den haben wir gemacht. Wir haben die Mittel, die uns zur Verfügung gestellt worden sind, mit dem Teil, dem Anteil der Stadt Rüsselsheim immerhin 10 Millionen € in die Veränderung der Innenstadt gelegt. Wir haben den Marktplatz neu gemacht, die Verbindungsstraße Frankfurter Straße zum Friedensplatz, und wir haben auch einige Teile im Wernerpark erneuert bzw. im Stadtpark. Und das Main-Vorland, meine Damen und Herren, wird einen dauerhaften und vor allem auch bleibenden Eindruck bei Ihnen hinterlassen, aber auch ist es dauerhaft für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rüsselsheim. Und das ist ja eines der wichtigen Dinge in diesem Hessentag. Aber, meine Damen und Herren, es ist nicht nur die 10 Millionen €, die investieren, sondern es sind auch viele Dinge, die der Hessentag mit sich bringt. Dinge, die private Menschen sagen, wir für den Hessentag nehme ich auch mal ein bisschen Geld in die Hand, ob das Unternehmen sind oder ob das private Menschen sind, die sagen, wir hübschen unser Haus auf, wir hübschen unsere Kirche auf und wir machen das eine oder andere. Das hätten wir sowieso geplant irgendwann mal, aber wir machen es jetzt zum Hessentag und das sieht man in der Stadt auf und ab. Und ich bin auch sehr dankbar, dass wir auch verschiedenste Dinge in die Umsetzung bringen konnten, die wir schon geplant haben, uns aber nicht leisten konnten und der eine oder andere Zuschuss von anderen Behörden des Landes Hessen uns geholfen haben. So werden Sie sehen, Sie werden alle am Ende irgendwann mal ins Weindorf kommen. Das wird im Stadtpark sein. Die alte Mühle konnten wir nur durch einen großzügigen Zuschuss der Landesdenkmalschutzbehörde bekommen. Wir haben viele Dinge auch im Wernerpark verändert und in der Festung unser Museum abgeschlossen. All das geht nur mit großer Unterstützung des Landes Hessen. Und, meine Damen und Herren, es ist ein Ruck durch die, ich habe das schon beschrieben, durch die Stadt Rüsselsheim gegangen. Wir haben über 1.500 Programmpunkte. Das ist eine sehr, sehr große Anzahl. Das Programmheft haben Sie ja bereits bekommen. Und wir haben es geschafft, 1.600 Bürgerinnen und Bürger zu animieren, uns ehrenamtlich zu unterstützen. Davon über 730 Sicherheitskräfte im Bereich Feuerwehr, THW und DRK. Das ist eine Hausnummer, auf die ich sehr stolz bin, weil es zeigt, dass der Hessentag in Rüsselsheim angekommen ist und dass dieser Hessentag einen nachhaltigen Effekt auf die Stadt haben wird. Wir sind mitten im Rhein-Main-Gebiet. Wir wollen, dass die Menschen mit dem ÖPNV nach Rüsselsheim kommen. Wir wollen, dass die Menschen mit dem Fahrrad nach Rüsselsheim kommen. Wir wollen aber auch, dass die Menschen sich in Rüsselsheim aufhalten und wohlfühlen. Wir werden die Stadt mit zwei Mottis präsentieren. Das ist zum einen die 128 Nationen, die in Rüsselsheim leben. Bei 63.000 Einwohnern ist das sehr, sehr viel. Und wir wollen das sehr deutlich zeigen. Das werden Sie auf der Hessentagsstraße erleben, aber das werden Sie auch im Stadtprogramm erleben. Es wird bunt, es wird auch kulinarisch interessant. Aber wir sind bunt. Rüsselsheim ist eine bunte Stadt, und das werden wir sehr deutlich darstellen. Aber wir sind auch in der Tradition Adam Opels. Sie sehen das an unserem, wie ich finde, wunderbaren Hessentagsfahr. Wir haben selbst als Stadt Rüsselsheim keine Tracht. Da war die Frage, was machen wir? Das soll eine Anlehnung sein an die Gründerzeit Adam und Sophie Opel, die gemeinsam, so stellen wir uns das vor, ausgegangen sind. Vielleicht nicht ganz in dem Blauton, aber auch das soll sehr deutlich zeigen, wir sind eine Stadt von der Arbeiterstadt hin zur Denkfabrik. Auch das werden wir sehr deutlich Ihnen präsentieren. Ja, meine Damen und Herren, natürlich wird auch die Flächen, die wir von Opel nutzen, werden wir auch darstellen. Wir sind mit der Arena mitten in der Stadt, keine 300 Meter vom Bahnhof entfernt. Die Landesausstellung und auch die Music Hall K48. Wir werden kein Festzelt haben, sondern wir werden dies alles bei Opel stattfinden lassen. Das hilft uns natürlich nicht nur in der Ausrichtung des Festes, sondern wir können Sie auch mitnehmen hin zu dem, was Rüsselsheim ausmacht. Das ist Produktion. Sie werden Öl riechen. Sie werden auch sehen, wo historische Fahrzeuge gebaut worden sind, bis in die späten 40er und 50er Jahre im Altwerk, wo Konzerte stattfinden werden. Auch das werden Sie sehr deutlich erleben. Meine Damen und Herren, ich will nicht über das Thema Sicherheit sprechen. Ich will aber trotzdem sehr deutlich sagen, wir wollen in den 10 Tagen ein fröhliches Fest feiern.
Und wir wollen in diesen 10 Tagen die Menschen einladen, nach Rüsselsheim zu kommen, ohne große Sorge, mit uns gemeinsam wunderbare Tage zu erleben. Und wir werden alles dafür tun, dass die Menschen sich bei uns wohlfühlen, aber auch sicher fühlen. Und wir werden mit Sicherheit nicht eine andere Fröhlichkeit haben, als bevor vor diesen Anschlägen, die passiert sind. Wir wollen fröhlich feiern, und wir werden 10 Tage fröhlich feiern, gerade weil die das nicht wollen, dass wir fröhlich feiern. Ich möchte mich abschließend bei Ihnen bedanken, dass Sie als diejenigen, die den Haushalt jedes Jahr genehmigen, unter anderem möglich machen, dass dieser Hessentag stattfindet. Ich möchte mich aber ausdrücklich auch beim Kabinett bedanken, dass Sie der Stadt Rüsselsheim die Möglichkeit geben, diesen Hessentag auszurichten. Wir wissen der Verantwortung, wir sind voll im Zeitplan, und ich bin stolz darauf, Sie heute stellvertretend für viele Bürgerinnen und Bürger im Lande Hessen am 9. bis zum 18. Juni nach Rüsselsheim einzuladen, auf den Hessentag 2017. Herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, herzlichen Dank auch für die hier offiziell und im Protokoll niedergelegte Einladung zum Hessentagsbesuch. Wir werden uns bemühen, so oft wie möglich den Hessentag zu besuchen, der ja in seiner Einmaligkeit deutschlandweit bekannt ist. Mein liebes Hessentagspaar, ich darf Ihnen das Mikrofon geben, denn ohne dieses können Sie uns nichts mitteilen. Ich begrüße nochmals herzlich Selma Kükücavus und Marcel Sedelmeier. Bitte schön. Landtagspräsident, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Damen und Herren der Landesregierung, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete und natürlich auch liebe Besucherinnen und Besucher. Wir freuen uns, heute hier zu sein und die Tradition fortzuführen, Sie herzlich als Hessentagspaar zum Hessentag, der in 10 Tagen übrigens beginnt, in Rüsselsheim am Main einzuladen. Wir sind geehrt und froh, dass die damalige Jury uns ihr Vertrauen ausgesprochen hat und uns zu den Repräsentanten der Stadt Rüsselsheim für den Hessentag gewählt hat. Dafür an dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön. Wir fühlen uns mit Rüsselsheim verbunden und Hessen, dem Land Hessen natürlich auch. Wir sind hier aufgewachsen, haben unser Abitur in Rüsselsheim gemacht und leben seit über 2,5 Jahren in unserer gemeinsamen Wohnung mitten in der Innenstadt. Wir sehen und hören sogar von unserem Balkon aus, wie die Aufbauarbeiten für die Hessentagsarena voranschreiten. Wir hatten in unserer Zeit als Hessentagspaar viele tolle Begegnungen und freuen uns auf die, die noch folgen. Letztes Jahr hatten wir bereits die Ehre, Herrn Gauck, den Bundespräsidenten AD, kennenzulernen und freuen uns umso mehr, in unserer Amtszeit als Hessentagspaar den neuen Bundespräsidenten, Herrn Frank-Walter Steinmeier, sogar auf dem Hessentag in Rüsselsheim begrüßen zu dürfen. Der Hessentag findet dieses Jahr vom 9. bis zum 18. Juni unter dem Motto Main Rüsselsheim, unser Hessen statt. Der Main spielt auf unserem Hessentag in Rüsselsheim eine wichtige Rolle, da viele Veranstaltungen am und auf dem Main stattfinden, z. B. das Drachenbootrennen. Toll ist auch, dass man erstmalig mit der Fähre zum Hessentag kommen kann. Das Motto spiegelt zudem das Wir-Gefühl unserer Stadt und den Zusammenhalt des Landes Hessen und all ihrer Bürgerinnen und Bürger wider. Frei nach dem Motto des immer wieder zitierten Herrn Georg August Zinn, Hesse ist, wer Hesse sein will, ist dieser Zusammenhalt und die Identifikation damals wie heute ungebrochen und wichtig für die Bevölkerung des Landes Hessen. Zusätzlich zu unserem Motto haben wir 2 Leitmotive zum Hessentag. Diese sind, Herr Burkhardt hatte es eben schon erwähnt, von der Arbeiterstadt zur Denkfabrik und Rüsselsheim eine internationale Stadt. Denn Rüsselsheim ist nicht nur die Heimat Opels, sondern auch einer der Spitzenstandorte Deutschlands im Bereich Forschung und Entwicklung. Knapp 25% der Arbeitsplätze in Rüsselsheim sind in diesem Bereich angesiedelt. Dies ist ein Spitzenwert in Deutschland. Des Weiteren leben in Rüsselsheim Menschen aus über 120 Nationen. Dies spiegelt sich auch in der Stadtgesellschaft wider, und davon lebt und pulsiert Rüsselsheim.
Die kulturelle Vielfalt und innovative Technologien werden Sie deshalb auch eindrucksvoll am Hessentag erleben können. In dem fast 1.500 Programmpunkte fassenden Veranstaltungsplan wird es neben den traditionellen Veranstaltungen und Veranstaltungsorten wie beispielsweise Natur auf der Spur, Landesausstellung, HR-Treff, Polizeibistro, Bundeswehr, HVT-Zelt auch eigene Ausstellungsflächen, zum Beispiel von Opel und der Hochschule Rhein-Main, auf der Straße der Innovation geben. Auch der Verband der kulturellen und interkulturellen Vereine werden das Vereinsdorf auf vielfältige Weise bereichern, neben den ganz vielen weiteren Attraktionen und Veranstaltungen, die in diesen 10 Tagen stattfinden werden. Ganz toll, und darauf können wir besonders stolz sein, ist, dass fast ein Drittel aller Veranstaltungen von städtischen und regionalen Künstlern, Organisationen wie dem Sportbund und den Handwerkern, aber auch von den Rüsselsheimer Stadtteilen auf die Beine gestellt wird. Und das ist, glaube ich, ein ganz besonderer Applaus wert. Denn dies zeigt, wie groß das Engagement der Rüsselsheimerinnen und Rüsselsheimer ist, die sich auf den Hessentag freuen. Dies zeigt sich des Weiteren auch in der enormen Beteiligung von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für den Hessentag. Gerade gestern kamen über 400 Ehrenamtliche in der Großsporthalle in Rüsselsheim zusammen, um sich auf den Hessentag einzustimmen und vorzubereiten. Insgesamt werden es rund 1.600 Freiwillige am Hessentag sein. Wir freuen uns sehr darüber und möchten uns an dieser Stelle auch herzlich für diesen Einsatz bedanken, denn ohne diesen Einsatz wäre ein Hessentag nicht möglich. Wir sind fest davon überzeugt, dass all die Beteiligten ein tolles Programm zusammengestellt haben. Und wir glauben, es ist für jeden etwas dabei. Am besten aber überzeugen Sie sich selbst vom 9. bis zum 18. Juni in Rüsselsheim am Main. Dazu möchten wir Sie ganz herzlich auch im Namen aller Rüsselsheimerinnen und Rüsselsheimer einladen. Und wir freuen uns auf 10 tolle Tage mit tollen Begegnungen und großartigen Veranstaltungen. Herzlichen Dank und auf ein Wiedersehen in Rüsselsheim. Ja, sehr geehrtes Hessentagspaar, herzlichen Dank für diese Rede, für das, was wir alles erleben dürfen, was Sie uns mitgeteilt haben. Und wir freuen uns wirklich sehr. Und ich hoffe für die Stadt, für die Bürgerschaft auf gutes Wetter. Das sagen wir von hier aus. Meistens hat es auch geklappt, dass unser Ruf nach gutem Wetter funktioniert hat. Und meistens, habe ich gesagt. Wir haben ja schon gehört. Ja, da haben wir einmal einen MP gehabt. Und deswegen sind wir sicher, dass bei diesem OB logischerweise mit seinem Magistrat der Stadt zusammen das Wetter gut sein wird. Herzlichen Dank, alles Gute. Ich darf Ihnen noch ein Geschenk überreichen. Ich
Was haben wir für Zeitversuch? Was geht da? Ja, alles gut. So, meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, vor Eintritt in die Tagesordnung darf ich Ihnen noch zwei Veränderungen im Hause mitteilen. Zunächst einmal stelle ich fest, formal, dass der Abgeordnete Florian Rentsch mit Ablauf des 17. Mai 2017 sein Mandat als Abgeordneter des Hessischen Landtags niedergelegt hat. Sein Nachfolger ist der uns schon bekannte Dr. Frank Blechschmidt. Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Blechschmidt, herzlich willkommen zurück hier im Landtag. Mit Ablauf des 19. Mai 2017 hat der Abgeordnete Peter Stephan sein Mandat niedergelegt. Seine Nachfolger ist die Kollegin Frau Birgit Heitland. Heitland. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen und viel Spaß und Erfolg bei Ihrer Arbeit hier im Hessischen Landtag. Die Tagesordnung, meine Damen und Herren, vom 23. Mai 2017 sowie ein Nachtrag vom heutigen Tag mit insgesamt 57 Punkten liegen Ihnen vor. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung Top 52 bis 56 entnehmen können, sind 5 Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde eingegangen. Nach § 32 Absatz 6 beträgt die Aussprache für jeden zulässigen Antrag auf Abhaltung einer Aktuellen Stunde 5 Minuten je Fraktion. Das machen wir am Donnerstag ab 9 Uhr. Auf Wunsch der antragstellenden Fraktion DIE LINKE wird der Top 19 von der Tagesordnung abgesetzt. Auf Wunsch der Fraktion der FDP wird 10. Entschuldigung. Muss ich was anderes machen. Ja, okay. Und auf Wunsch der Fraktion der FDP wird der Setzpunkt geändert. Er ist nicht Top 17, sondern Top 31. Da alle Einverständnis erklärt haben, wird dieser Top am Donnerstag um 14 Uhr mit 10 Minuten Redezeit aufgerufen, eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist noch ein dringlicher Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, der SPD, Bündnis 90, die Grünen und der FDP für ein 17. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Hessischen Landtages, Drucksache 19/4947. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Gesetzentwurf Tagesordnungspunkt 58 und wird mit einer Redezeit von 5 Minuten in seiner ersten Lesung am Mittwoch nach Top 38 aufgerufen. Weiterhin eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend zeitgemäße Politik in Hessen, die älteren Menschen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen erreicht und sie in ihren Lebenswirklichkeiten unterstützt, Drucksache 19/4948. Wird die Dringlichkeit bejaht? Also nicht. Wenn einer nicht die Dringlichkeit bejaht, müssen wir abstimmen lassen. Ja? Dann frage ich jetzt offiziell. Er hat Nein gesagt. Also lass jetzt darüber abstimmen, logischerweise. Wer dafür ist, dass die Dringlichkeit bejaht wird, bitte das Handzeichen. Das ist CDU und die Grünen. Wer ist dagegen? Stimmenthaltungen. Bei Stimmenthaltungen der SPD und der FDP und der LINKEN ist die Dringlichkeit somit festgestellt. Damit wird dieser Antrag Top 59, und wir können ihn mit dem Top 2 zu diesem Thema aufrufen, das ist die Regierungserklärung. Das ist der Fall.
Kann ich davon ausgehen, dass die Tagesordnung damit genehmigt ist? Das kann ich. Also ist sie genehmigt. Wir werden danach verfahren. Wir tagen heute bis 19 Uhr. Wir beginnen mit der Fragestunde und danach mit der Regierungserklärung. Heute fehlen ganztägig die Kollegen Herr Merz, Frau Ypsilanti und Herr Di Benedetto. Ich teile Ihnen das nur mit. Hinter uns in den Fenstern sind 2, 4, 6 hessische Persönlichkeiten zu sehen, die von den Schülerinnen und Schülern der Klasse 10 des Litauischen Gymnasiums in Lambertheim-Hüttenfeld ausgesucht worden sind. Das ist Jakob Grimm, Wilhelm Grimm, Anne Frank, Hanna Becker vom Rat, Johann Wolfgang von Goethe und Artam Opel, was dann auch wiederum zum Hessentag passt. Heute Abend wird die Fußballmannschaft des Hessischen Landtags gegen LAKS Hessen in Wiesbaden antreten. Das war das Vorspiel zum Dienstag am Hessentag. Schweres Programm, zweimal in einer Woche. Ich darf herzlich gratulieren zu einem besonderen Geburtstag, Frau Kollegin Irmgard Graf-Isselmann. Liebe Frau Graf-Isselmann, ganz herzlichen Glückwunsch für Sie. Alles Gute für die Zukunft. Meine Damen und Herren, das waren die Bekanntmachungen und Mitteilungen.